Erst Halit! Halit! Wow! 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 Jo! Mann! Erst geh weg, Mann! Hör auf, Mann! Erst geh mal! Der ist ein Messer, Mann, Alter! Wow! Geh mal, Mann! Geh mal, Mann! Geh mal, Mann! Alter, geh mal, Mann! Geh mal, geh mal, Mann! Ah. Geh mal, Mann! Geh mal, Mann! Steig ein, Mann! Verdammt! Lass den Scheiß, verdammt! Jo! Den Scheiß Messer, geh! Alter, hau ab, Mann! Fahr zurück! Fahr zurück! Fahr zurück, nicht vor, du Idiot! Fahr zurück! Alter, was hast du angestellt, ey? Fahr zurück, Mann! Was hast du? Du blutest, Mann! Es gibt leider wieder neue Horrorclown-Sichtungen aus dem deutschen Raum. Die wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Alle diese Sichtungen sind aus seriösen Quellen und damit ernst zu nehmen. Hallo zusammen. Es ist leider wieder einiges in Sachen Horrorclowns passiert. Es gibt leider nicht zu jedem Clown ein Bild- oder Videobeweis, da im Normalfall es überhaupt nicht möglich ist, ein Foto oder gar ein Video zu machen, da man ja versuchen muss zu fliehen. Aber alle diese Fälle sind offiziell von der Polizei bestätigt und aus seriösen Quellen. Beginnen wir diesmal mit der Schweiz. Dort ist es noch am sichersten. Es wurde nur ein Clown bewaffnet mit einem Baseballschläger am 24. Oktober gesichtet. Und zwar in Solothurn, Zuchwil, Blümefeld. An alle Schweizer, Achtung dort in der Umgebung. Beginnen wir mit neuen Sichtungen aus Österreich. Dieser Clown hier wurde am 24. Oktober beim Bahnhof in Bruck an der Glocknerstraße im Bezirk Zell am See gesichtet. Es soll unbewaffnet gewesen sein, doch ist Leuten, die auf den Zug warteten, lachend nachgerannt. Dieser Clown wurde am 22. Oktober bei Feistritz, Drau gesichtet. Das Bild wurde aus einem Haus fotografiert, der Clown ging bewaffnet durch die Straßen und hielt nach Menschen Ausschau. Am selben Tag wieder ein Clown am Bahnhof, diesmal in Golling, Salzburg. Auch dieser wartete auf Leute, die einen Zug nehmen wollten. Scheinbar tauchen an Bahnhöfen öfter mal Clowns auf. Diese Sichtungen wurden sogar mit Bildern bestätigt. Nun gibt es noch zwei Sichtungen, die offiziell von den Medien und der Polizei bestätigt wurden. In Tirol musste ein 19-Jähriger vor zwei mit Baseballschläger bewaffneten Clowns flüchten. Bei der Flucht wurde er allerdings von einem dritten Clown, der ebenfalls mit einem Baseballschläger bewaffnet war, abgefangen. Dieser schlug dann mit dem Baseballschläger auf ihn an. Die Fahndung verlief leider erfolglos. In obersteirischen Mürzzuschlag wurde eine 16-Jährige beim Joggen nachts von einem Clown attackiert. Bei der Flucht stürzte seine Böschung hinunter und verletzte sich so am Sprunggelenk, dass sie ins Krankenhaus musste. Auch hier verlief die Fahndung leider erfolglos. Die Polizeiinspektion Mürzzuschlag bittet um sachdienliche Hinweise. Nun zur Sichtung eines Deutschland. In Berlin hat ein Clown am 25. Oktober eine Gruppe Jugendlicher mit einem Vorschlaghammer attackiert. Ein 14-Jähriger wehrte sich mit einem Messer und erstach den Clown. Er wurde von der Polizei in Berlin wieder freigelassen, da es sich hierbei um Notwehr handelte. Er dachte, wenn er nun nicht zusticht, stirbt er durch den Vorschlaghammer des Clowns. Folgende Sichtungen stammen alle vom 24. Oktober. Eine 37-Jährige wurde am Bahnhofsplatz in Frankenthal in Rheinland-Pfalz attackiert. Der Clown ist dann in Richtung Bahnhof weggerannt. Eine Fahndung blieb leider erfolglos. Weiters wurde in Niedersachsen bei Rothenburg ein Clown auf der Landstraße Richtung Hesedorf von einer Autofahrerin entdeckt. Er lehnte nachts an einem Baum mit einem Baseballschläger bewaffnet, mit dem er versuchte, auf vorbeifahrende Autos einzuschlagen. Er konnte leider nicht gefasst werden. In Nordrhein-Westfalen, genauer in Hepborn, wurde sogar ein kleines hilfloses 13-jähriges Mädchen Opfer von einem Clown. Sie sah den Clown mit einem Baseballschläger in der Hand am Waldrand stehen. Doch ihr Verhalten war zum Glück komplett richtig. Sie flüchtete sofort und lief über den Umweg nach Hause. Sie kam dort sicher an. Die Fahndung blieb leider erfolglos. In Usum bei Kleve, auch in Nordrhein-Westfalen, wurde ein 17-Jähriger beim Gassigehen von einem Clown verfolgt und gestalkt. Als er damit drohte, die Polizei zu rufen, lief der Clown allerdings weg. Er war nicht sichtbar bewaffnet, die Fahndung blieb leider erfolglos. In Kassel in Hessen wurde durch einen Clown ein 16-Jähriger fast überfahren. Aus Angst vor dem Clown floh er über die Straße und stolperte. Ein Auto konnte gerade noch rechtzeitig notbremsen. Der Clown floh und wurde bei der Fahndung leider nicht gefasst.
Folgende Sichtungen sind vom 23. Oktober. In Ahaus Wühlen in Nordrhein-Westfalen wurde eine Frau von einem Clown belästigt. Sie meldete dies danach der Polizei. In Rostock in Mecklenburg-Vorpommern gibt es schon wieder zwei neue Vorfälle. Aus dem Stadtteil Teutenwinkel und dem Stadtteil Lüttenklein. Dort wurde gleich von zwei Clowns berichtet, die aus Gebüschen springen und Passanten verfolgen. Sie sind zudem mit einem Morgenstern bewaffnet. Diese Bewaffnung wurde hier zum ersten Mal bei Clowns entdeckt. In Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern sprang ein Clown bewaffnet mit einer Machete aus einem Toilettenhaus. Die 25-jährige Frau hatte zum Glück ein Pfefferspray dabei und sprühte dem Clown das ganze Zeug in das Gesicht. Ja, sie haben Masken auf, aber ihre Augen sind trotzdem offen. Dadurch helfen euch auf alle Fälle Pfeffersprays. Der Clown ließ von der 25-Jährigen auch ab und flüchtete. In Oberndorf in Baden-Württemberg stalkte ein Clown mit einem Baseballschläger mehrere 11- und 12-jährige Schüler. Als die Kinder die Polizei alarmierten, flüchtete er. Die Fahndung blieb leider erfolglos. Folgende Sichtungen fanden am 22. Oktober statt. In Aachen in Nordrhein-Westfalen wurde ein 21-jähriger Fahrradfahrer von einem bewaffneten Clown erschreckt und verfolgt. Durch die Panik stürzte er und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Später wurde ein 18-Jähriger von dem vermutlich selben Clown verfolgt. In Rottweil in Baden-Württemberg wurde eine Frau von einem Clown mit einem Baseballschläger verfolgt, der plötzlich aus einem Gebüsch sprang. Sie rannte so schnell sie konnte auf den belebten Friedrichsplatz und kontaktierte erst im Schutz anderer Passanten die Polizei. Die Fahndung verlief leider erfolglos. In Datteln in Nordrhein-Westfalen sprangen zwei Clowns immer wieder auf die Fahrbahn der Kastrofer Straße. Autofahrer mussten die ganze Zeit notbremsen. Durch einige Beschreibungen der Autofahrer gelang es aber der Polizei immerhin, diese Clowns zu verhaften. In Kiel verfolgten auch zwei Clowns eine Frau. Die Polizei konnte die Clowns später allerdings verhaften. In Sulz am Neckar, Baden-Württemberg verfolgte ein Horrorclown einen 27-Jährigen, der um 1 Uhr nachts auf dem Nachhauseweg war. Dieser Fall ist auch wieder etwas anders. In Bremen haben zwei Clowns einen 21-Jährigen überfallen. Sie haben ihn bedroht, um Wertsachen zu verlangen. Das ist bislang auch zum ersten Mal vorgekommen, dass Clowns Wertsachen verlangten. In Duisburg in Nordrhein-Westfalen wurde ein 30-Jähriger von zwei Clowns mitten in der Nacht mit einem Baseballschläger aus Metall zusammengeschlagen. Er hat starke Arm- und Rippenprellungen erlitten. Die Fahndung läuft. In Neunkirchen bedrohte ein Clown eine Frau und ihr Kind, die in einem Zug saßen, mit einem Messer. Er stand außer am Zug und hat mit dem Messer gegen die Scheibe geklopft. Das Kind war danach total verschreckt und ängstlich. Wieder in Rostock, diesmal in der Innenstadt. Dort wurde ein Clown mit einem Baseballschläger gesichtet, der schreiend Passanten nachgelaufen ist. In München ging ein Horrorclown auf einen erst 10-Jährigen mit einer Axt los. Alter, die sind so krank, der 10-Jährige konnte aber zum Glück flüchten. Die Fahndung lief erfolglos. In Sprockhövel in Nordrhein-Westfalen ging ein Clown mit einer Schaufel bewaffnet durch Parks und verfolgte lachend Spaziergänger. In Lüdingshausen in Nordrhein-Westfalen wurde zwischen Häusern ein Horrorclown gesichtet. Er schlich dort um die Häuser, um Leuten in ihren vermeintlich sicheren Häusern aufzulauern. In Köln wurde ein 27-Jähriger von zwei Clowns attackiert. Einer der Clowns zückte sogar ein Messer. Er wurde dabei verletzt. Doch er hat sich den zwei Clowns gestellt, bis sie flüchteten. In Berlin haben zwei Clowns wieder einen Raub versucht. Ein Clown hielt einen Passanten fest, während der andere bewaffnet mit einem Schlagstock Geld forderte. Der 25-jährige Berliner schafft es aber, sich loszureißen und den Clowns zu entkommen. In Aschaffenburg in Bayern wurden zwei 16-Jährige von einem Clown verfolgt, der hinter einem Baum plötzlich hervorsprang. Auch dieser hatte eine neue Bewaffnung, nämlich dieser hatte einen Elektroschocker dabei. Also ohne Spaß, das sind ja unendlich viele neue Sichtungen. Gesamt sollen in Deutschland schon über 100 bewaffnete Horrorclowns gesichtet worden sein. In Österreich beträgt die Sichtungszahl etwa über 30. In der Schweiz sollen derzeit gesamt etwa 4 oder 5 Horrorclowns gesichtet worden sein. Also ich denke leider wirklich, dass das bis Halloween noch extrem zunehmen wird. Ihr seht hier wirklich anhand der Verletzungen, anhand der Bewaffnungen und der Häufigkeit, es wird immer schlimmer. Deshalb bitte ich euch vorsichtig zu sein. In meinem letzten Video erkläre ich euch, wie ihr euch am besten schützen könnt. Erster Link in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Vor allem, wenn ich noch ein weiteres Update-Video machen soll. Und teilt das Video unbedingt, um Freunde vor den Orten der Sichtungen und der Gefahr zu warnen.
Links und rechts gelangt ihr zu zwei weiteren Clown-Videos und in der Mitte könnt ihr bequem abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ciao!